Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, hier sein zu dürfen und ich glaube, du auch, John. Auf jeden Fall. Das nochmal selber zu casten ist auf jeden Fall viel spannender als RLCS, wo man eigentlich nur wegen den Jobs dann guckt. Absolut richtig. Das heißt, wir bedanken uns auf jeden Fall für die Gelegenheit. Oh, moin. Moin! MG, du bist ja Kapitän von Cplay, oder? Ja, der alle zusammengebracht hat, die ganzen Talente hier. Talente, sagst du schon, Gold, richtig. Also ja, wirklich unglaublich gut gespielt. Wie habt ihr euch denn im Finale geführt? Also gefühlt. Ja, wir hatten schon Spaß, würde ich sagen. Also, ich war ja eher was passiv. Ich habe die anderen beiden da heute was machen lassen. Aber alles in allem sehr entspannt. Absolut richtig. Auch an dich, Buster, wirklich das ganze Turnier überragend gespielt. Danke. Und bist tatsächlich auch, wir haben die Info bekommen, offiziell MVP des Turniers. Nein, danke, danke, danke. Aber wirklich von Jordan meiner Seite, glaube ich, auch absolut verdient. Also, was du da teilweise für Tore rausgehauen hast, ist einfach nicht mehr menschlich gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich meine, mit den Pässen von MJ und Mate kann man relativ viel verwandeln. Das macht dann das erleichtert dann das Leben definitiv. Das stimmt absolut. Also auch MJs Vorlagen, wie du schon sagst, oder andere. Das Teamplay bei euch war wirklich extrem gut. Gibt es denn irgendwas, wo ihr sagen würdet, das ist jetzt genau der Punkt, durch den wir das ganze Turnier gewonnen haben? Als Toni uns die Anmeldung gemacht hat, ich würde sagen, das war der entscheidende Moment. Oh Mann. Oh Mann. Ja, gut. Ich meine, ihr habt gewonnen. Flawless auch noch kommt dazu. Ihr habt keine einzige Map verloren. Da kann ich die Aussage auf jeden Fall verstehen. Gibt es denn ein bestimmtes Highlight in dem Turnier? Vielleicht eine Match, eine Situation, irgendwas, wo ihr sagt, das war euer Highlight des kompletten Turniers? Puh. Ich würde schon gerade das Finale sagen, weil die Synergy hatte, also wir hatten viel Synergy und auch sehr viel Hype. Und das macht immer Spaß, unter Hype zu spielen. Also vom Spaß her würde ich auch auf jeden Fall sagen, das Finale von einzelnen Highlights. Ich glaube, wir hatten ein Goal, ich weiß aber, ich glaube, es war offstream leider. Da sind wir alle drei geprejumpt und haben uns gegenseitig so dreierpassmäßig in der Luft abgeschossen. Das war auf jeden Fall so mein Highlight, aber das war, glaube ich, jetzt nicht in der, ja, Okay. ausgeglichensten Lobby. Ja, sehr schade eigentlich. Das hätte ich bestimmt auch, hätten wir bestimmt auch gern gesehen. Allgemein eure Matches zu casten war wirklich mit am lustigsten. Obwohl ihr Basta, du hast natürlich. tatsächlich Lukas Wunsch erfüllt von einem Masti-Flick. Ja, danke dafür. Ganze Turnier wollte ich Kurz einen sehen. versucht. Oh Mann. Habt ihr vielleicht noch Feedback zum Turnier? Wie würdet ihr allgemein das Turnier beschreiben? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge vielleicht fürs nächste? Also ich muss sagen, das Turnier an sich, ich finde es richtig gut. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich mit dem Teamspeak, aber ich finde, wenn man es dann einmal macht, ist es eigentlich relativ entspannt, immer hier zu sein. Ihr müsst bei der PR-Abteilung noch ein bisschen mehr Dampf machen, glaube ich. Also, weil ich glaube, da sind viele Teams noch da draußen, die auch auf unserem Level spielen oder noch besser, die es für uns glücklicherweise noch nicht mitgekriegt haben, dass es dieses Turnier gibt. Aber ja, das würde ich euch auf jeden Fall ins Herz legen, dass Definitiv, ich ihr glaube, das immer Bedarf, beziehungsweise Verbesserungsbedarf nach oben, was sowas angeht, damit es vielleicht auch mal ein paar andere Teams gibt, die euch ein paar Maps abluchsen. Und ja, das waren eigentlich so die meisten Fragen. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Ihr habt euch wirklich verdient hier den Sieg geholt. Ungeschlagen durchs ganze Turnier. Ich weiß nicht, ob es das in der Geschichte dieser Rocket League Turniere schon mal gab. Das müsste ich dann eben nochmal nachfragen. Aber auf jeden Fall überragende Performance von euch. Danke. Auch danke an euch Jungs und an Cplay und alle Sponsoren. Ja, an die Sponsoren vor allem. Shoutouts. Geiler Cast, danke, danke. Ja, und auch an den Cast. Danke. Und an Toni, unser Dankeschön. Manager, nochmal, ne? Ja, Toni hat im Chat immer extrem gute Stimmung gemacht. Und Und auf der hat uns ja CRG. auch schon zum ersten Turnier angemeldet. Ah ja, und an Super Sub TRG, der gestern für ein paar Games reingesprungen ist, trotz Handverletzung, muss man auch noch dazu sagen. Das ist echt. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Dann danke ich fürs Mitspielen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt euren Sieg. Vielleicht auch das ein oder andere Bierchen wird sich dann auch aufgemacht. Man weiß ja nicht. Definitiv. Klausurphase. Ah, schwierig ist. Ach ja, kann ich noch Grüße ausrichten? Natürlich.
Ich würde gerne meine Jungs in der Heimat grüßen. Aus 428. Die wissen, wer gemeint sind. Ich grüße auch mal Ada, Janis, Niklas. Ihr wisst Bescheid. Marvin auch. Okay. Ja, danke, danke, Boys. Danke, danke. Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Tschüss. Also wirklich sehr, sehr, sehr coole Jungs.